Hallo? Alles okay? Okay. Dann fangen wir wohl jetzt an. Ja, mein Name ist Uli und heute geht es um Cross-Platform Code-Sharing Praxistipps. Und haben wir einen relativ einfachen Ablauf. Erst werde ich mal kurz definieren, weil es gibt sehr viele Sachen, die einem unter Cross-Platform verkauft werden, und wir werden im Prinzip auf alle eingehen, aber da es einige Leute gibt, die es ein bisschen spezifischer sehen, denke ich, sollte ich euch warnen, dass wenn ihr selber eure eigene Meinung bilden wollt nach diesem Talk, dass ihr eben darauf achten solltet, welche von den Bedeutungen die Sachen, über die ihr stolpert, haben. Dann sollte man sich die Frage stellen, warum möchte man denn überhaupt über mehrere Plattformen weg Code sharen und warum sollte man das vielleicht nicht machen? Und ich werde auch ein bisschen ganz kurz auf ein paar Cross-Platform-Frameworks eingehen. Und natürlich die Praxistipps, die im Titel sind, die wahrscheinlich der nützlichste Teil sein werden. Gut, also was ist denn das Wort Cross-Platform? Naja, also eine Cross-Platform-Definition ist einfach mal was, was die ganzen Apple-Plattformen, mit denen man so zu tun hat, das wird wahrscheinlich die sein, mit denen die meisten von euch zu tun haben werden, also sowas wie tvOS, watchOS und iPhoneOS oder so, was ja eigentlich im Grunde so eine sehr ähnliche Plattform ist, bei der es nur ein paar Unterschiede gibt. Ähnlich gibt es das Ganze natürlich auch im Windows-Ökosystem. Ich weiß, Windows Phone ist jetzt im Prinzip nicht mehr wirklich relevant. Ich wollte einfach, dass das Item ein bisschen länger aussieht und es ein bisschen aussieht, als hätte ich ein bisschen Ahnung von diesem Bereich. Also eben aber zum Beispiel Windows 10 und Xbox sind halt zum Beispiel relativ ähnliche, aber halt doch unterschiedliche Plattformen in gewisser Hinsicht. Also da kann man dann, das sind also auch Sachen, wo Leute zwischendrin portieren. Dann gibt es natürlich schon die etwas ältere Variante, macOS und iOS, was auch noch ähnliche Plattformen sind, es sei denn, du hast noch irgendwo eine Carbon Map im Keller liegen. Und dann gibt es natürlich noch die Definition, die wahrscheinlich so, wie ich sagen würde, die ist, an die die meisten Leute denken, wenn sie Cross-Platform hören, ist halt sowas wie wirklich unterschiedliche Betriebssysteme. Also sowas wie macOS, Windows und Linux oder iOS, Windows, CE, Phone oder was auch immer das Äquivalent wäre und Android oder sowas. Aus Ehrlichkeit gesagt, die Sachen, mit denen ich hauptsächlich Erfahrung habe, sind eigentlich nur diese zwei. Das heißt, wenn ich über die anderen Sachen irgendwas erzähle, macht euch eine kleine Markierung hin. Wenn ich von jemand anderem da was anderes höre, hat die andere Person vielleicht eher recht. Ich habe halt einfach versucht nachzuforschen, wie gut ich kann, aber halt bei den Sachen extrapoliere ich streckenweise auch ein bisschen. Aber es wird nicht so arg detailliert auf diese Sachen eingehen. Also gut, und warum könnte man Cross-Platform-Code wollen? Naja, es gibt eine ganze Liste von Gründen. Eine von denen, die man oft hört, ist, Leute wollen einfach Geld sparen. So write once, deploy anywhere war da lange Zeit der Slogan. Ich werde genauer darauf eingehen, aber im Grunde, wenn ihr dafür Cross-Platform machen wollt, es ist keine besonders praktikable Idee. Wenn ihr Kunden auf mehreren Plattformen habt, ist auch ein sehr weit vorne liegender Grund. Das ist natürlich ein... ich muss ja gerade noch kurz versuchen, ob ich hier irgendwo... meine Notizen waren irgendwie weg. Also wenn ihr Kunden auf mehreren Plattformen habt, ist natürlich die Frage, habt ihr die denn wirklich gleichzeitig? Weil oft ist es so, dass ihr zwar Kunden auf mehreren Plattformen habt, jeder von diesen Kunden sich allerdings nur auf einer Plattform bewegt. Und das hat natürlich eine Auswirkung darauf, wie viel von eurem Code cross-Plattform sein kann. Denn wenn ihr zum Beispiel die komplette UI auf allen Plattformen gleich macht, dann ist es für euch natürlich angenehm, ihr müsst die Dokumentation nur einmal Screenshots reintun, ihr müsst nicht für jede Plattform einzelne reinmachen, es gibt relativ wenige Unterschiede, aber andererseits heißt es natürlich, dass zum Beispiel eure Mitbewerber, die sich halt verhalten wie ein Programm auf der Plattform, auf der sie nur sind, wenn die Single-Plattform-Mitbewerber sind,
für den Kunden einfacher zu erschließen sind als euer Produkt, was sich halt vielleicht, weil ihr auf Android angefangen habt, zum Beispiel wie ein Android-Programm anfühlt. Also das wollt ihr natürlich vermeiden. Also die Frage, bin ich denn gleichzeitig oder nur zu verschiedenen Zeiten auf verschiedenen Plattformen oder eben ist eine Person überhaupt auf mehreren Plattformen, wie es zum Beispiel auch bei einem Home-Automation-System sein könnte. Da habt ihr ja dann vielleicht, wer weiß was, innen an einigen Stellen habt ihr iPads montiert, die sehen hübscher aus und sowas und funktionieren ein bisschen angenehmer. An der Eingangstür habt ihr vielleicht halt nur irgendwie ein Touch-Display mit einem Raspberry Pi hingemacht, weil da andauernd irgendein besoffener Idiot auf dem Rückweg vom Oktoberfest noch das Ding einhaut. Da wollte er dann nicht jedes Mal ein iPad ersetzen müssen. Oder was auch immer. Also deshalb, da habt ihr zwar mehrere Plattformen, aber für den Kunden, für den Benutzer ist es halt so, dass ihr immer eigentlich dasselbe Interface liefern wollen. Das ist natürlich der Idealfall für Cross-Plattform. Also definitiv ein gutes Beispiel für Cross-Plattform und wo man das einsetzen möchte. Dann gibt es natürlich auch noch, wenn ihr eure Produkte in irgendwelchen Geschäften verkauft, also wer weiß was, Mediamarkt, Saturn, irgendwas, da gibt es viele Läden, die natürlich daran interessiert sind, wenn sie den Platz im Regal für eine Box von einem Produkt zu einem bestimmten Thema freihalten müssen, dann wollen die natürlich möglichst wenig Ärger damit haben und möglichst die Wahrscheinlichkeit hoch haben, dass das sich gut verkauft. Und wenn ihr auf eurer Schachtel eben sagen könnt, hier, es läuft unter Windows und auf dem Mac oder für iOS und Android, dann ist es natürlich so, egal wer hinkommt und sich diese Schachtel anschaut, es trifft auf ihn zu oder sie. Dagegen, wenn das eben Mac-only ist, dann wird die Hälfte der Leute wahrscheinlich einfach das hochheben, sagen, ach nee, das ist ja doch nicht, und wird zum nächsten schauen. Und andererseits, einige Leute, die eben, je mehr ihr an nicht technische Benutzer mit eurem Produkt rankommt, habt ihr natürlich dann auch das Problem, dass diese User unter Umständen das Produkt kaufen und dann zu Hause feststellen, ach so, dieses Android, das stand hier nicht drauf, das hätte ich aber gebraucht und dieses iOS, mit dem kann ich nichts anfangen. Also denkt immer dran, dass halt nicht jeder User irgendwie diesen ganzen Tech-Specs und diese Unterschiede überhaupt weiß. Einige Leute haben halt von Vodafone ihr Handy bekommen und wollen halt jetzt, dass irgendwas drauf läuft. Und es ist schon toll, dass die in ein Geschäft gehen. Und eben, also es gibt eben Läden, die haben dann eben solche Beschränkungen aus guten Gründen. Dann kann es natürlich auch sein, dass ihr deshalb euer Produkt dann Cross-Plattform macht, weil ihr einfach nicht genug verkaufen könnt, um euer Geschäft am Leben zu halten, wenn ihr nicht in diesen Läden vertreten seid. Ist also durchaus ein gültiger Beweggrund. Eine Sache, die eigentlich so ein bisschen zum Geldsparenfall gehört, ist die Theorie, dass man ja weniger Entwickler braucht, eben auch wieder Write Once, Deploy Anywhere. Ich habe hier meinen Mac-Entwickler, der kann diese App schreiben, die deployen wir dann über das Cross-Platform-Framework auf verschiedenen Plattformen. Auch hier werde ich mal darauf eingehen, dass das eigentlich so nicht wirklich stimmt. Warum, kommt noch genauer. Dann ein sehr günstiger Fall für Cross-Platform-Code ist natürlich, wenn ihr keine native UI habt. Das ist Paradebeispiel für sowas sind zum Beispiel Spiele, weil dort es ja oft so ist, dass ihr startet das Spiel, es übernimmt den Bildschirm und das Gameplay ist alles, was dort passiert. Und da ist nichts oder sehr wenig vielleicht irgendwie, speichere den Spielstand, lade einen vorherigen Spielstand und das war's dann. Aber sonst hast du da eigentlich keine UI-Oberfläche, die nicht zum Gameplay gehört und deshalb spezifisch gethemed ist und spezifisch sich auch auf ihre Art verhalten muss. Und das ist natürlich auch ein Idealfall, wo ihr sagt, Cross-Platform-Code ist überhaupt kein Problem, weil das halt eh auf jeder Plattform sich gleich anfühlen würde. Ist also auch durchaus ein Beweggrund. Okay, ich habe jetzt Cross-Platform-Frameworks erwähnt. Eines von denen, das sehr gut ist, nennt sich Qt. Dieses Framework ist eigentlich das Beste hier, das ihr als Cross-Platform-Framework finden könnt, wenn ihr ein General-Purpose-Framework sucht. Es gibt noch andere. Ich fasse die jetzt absichtlich auf einfach nur andere zusammen. Persönlich muss ich sagen, da ist eine ziemlich große Lücke zwischendrin, weil viele von denen sind plattformnative Frameworks,
die dann auf andere Plattformen portiert wurden. Also klar, ihr könnt eine X11-App auch auf dem Mac laufen lassen, es gibt X11-Server für Windows. Ihr könnt GNOME-Apps bauen, die dann auch unter Windows und sonst was bauen. Das geht schon alles, also GNOME, nicht GNOME, sondern GTK dann in dem Fall. Und es gibt also ganz viele solche Toolkits und es gibt Xojo, also Real Basic zum Beispiel, es gibt Live Code, es gibt also so Programmiersprachen, die ihre komplette IDE eingebaut haben und die auf jeder Plattform gleich laufen. Aber eben, es sei denn, ihr habt so einen Fall wie ein Spiel oder sowas von vorhin, ist bei denen immer ein großes Problem dann halt, wie nativ sie sich anfühlen. Und ich werde noch genau darauf eingehen, aber da ist halt ein riesiger Abstand zwischen denen. Und die dritte Option, die man auch nicht vergessen sollte, ist, ihr könnt euch auch was selber bauen. Das klingt jetzt erstmal idiotisch, wenn ihr euch anschaut, wie riesig Qt ist zum Beispiel. Aber eben, es ist eine machbare Option. Die nächste Frage ist jetzt, warum empfehle ich euch aber trotzdem nicht, Qt zu benutzen? Okay, also eine Sache ist, Qt macht sich als eines der wenigen solchen Frameworks eine Riesenmühe, sich wie eine native App anzufühlen. Aber einige Sachen haben sie, weil sie bestimmte Features auf eine bestimmte Art traditionell angeboten haben, dann halt selber nachimplementiert. Und ich muss sagen, also Qt hat die beste nicht-Apple-native Nachimplementation eines Pop-up-Menüs. Aber es hat halt trotzdem Fehler und es verhält sich einfach in bestimmten Situationen falsch. Also zum Beispiel, klickt ihr in die Menüleiste, geht beim Qt das Pop-up-Menü nicht zu. Und das klingt jetzt für euch nach einer Trivialität, aber wenn halt ein normaler Endanwender solche kleinen Seltsamkeiten hat, dann im günstigsten Fall denken sie nur so, das Programm fühlt sich irgendwie komisch an, ich traue dem nicht ganz. Was natürlich dann unter Umständen irgendwie die Angst vor eurem Programm und irgendwas falsch zu machen erhöht. Aber halt im ungünstigsten Fall verhält sich euer Programm einfach falsch und es passiert irgendwas, was der User nicht beabsichtigt hat. Also es ist jetzt, ich möchte da gar nicht zu arg drauf eingehen, aber halt solche Sachen sind ein Problem. Ich habe ja auch die Rollbalken erwähnt. Qt hat auch noch eine Eigenheit, dass sie Rollbalken, sie erstellen für das ganze Programm ein Rollbalken-Control, ein natives. Und stempeln das dann in jedes Fenster rein, wann immer sie einen Rollbalken brauchen. Das sieht man eigentlich nicht. Das habe ich am Anfang gar nicht gemerkt. Aber wenn man dann halt an die Grenzen des Frameworks kommt und irgendetwas verändern möchte, also zum Beispiel in Xcode gibt es eine Checkbox, mit der ich ein Fenster in den schwarzen Modus schalten kann. Der Rollbalken ist aber, hängt an keinem Fenster dran. Das heißt, der weiß nicht, dass dieses Fenster, in das du ihn reinstempelst, plötzlich ein schwarzes Fenster ist. Und dann heißt es, dass der natürlich die falsche Farbe hat. Auf dem Mac wäre das ein Ankreuzfeld, also mit den nativen Frameworks, und es würde funktionieren. Unter Qt müsst ihr jetzt extra Arbeit reinstecken, um diese Funktion, die eigentlich von sich aus funktionieren würde, zu korrigieren. Und das heißt natürlich, ihr habt plötzlich einen Mehraufwand, anstatt dass ihr euch Arbeit spart, was ja ursprünglich eine der Theorien waren, warum man Cross-Platform-Software vielleicht machen möchte. Dann ist das Speichermanagement in Qt, also Qt ist relativ alt, das Speichermanagement ist an einigen Stellen nicht so schön konsequent, wie ihr das zum Beispiel von selbst Manual Retain Counting oder Core Foundation auf dem Mac gewöhnt seid, wo ihr halt einfach Namenskonventionen habt und es funktioniert. Sondern es gibt dann immer wieder APIs, wo es plötzlich heißt, hey, ja, das Objekt, das hier da reingeht, das wird dann von diesem Objekt freigegeben und ihr dürft es nicht aufheben oder ihr dürft es nicht freigeben und so. Und das sind halt auch Fehlerquellen. Und von Arc möchte ich in dem Fall nicht reden. Ich meine, Qt ist ein C++-Framework. Insofern, ihr habt Stack-Objekte, die viel vom Speichermanagement erledigen. Aber es ist halt auch nochmal alles extra Arbeit. Gut, andere Sache, also generell kann man sagen, es ist immer eine kleine Hürde vor Plattform-Features. Wenn ihr irgendein Plattform-Feature einbauen wollt, ist es bei vielen Cross-Platform-Frameworks halt so, dass ihr nicht einfach nur den nativen Aufruf machen könnt und es funktioniert, weil halt diese Ebene zwischen euch und dem eigentlichen nativen Code drin steckt. Und das heißt, wenn euer Wettbewerber einfach sagen kann, hier, ich setze das eine Entitlement, schreibe in die InfoP-List einen Key rein und ich kann zum Beispiel Dateien eines bestimmten Typs öffnen. Und das hat Qt zum Beispiel gar nicht. Das ist lustig, weil halt auf jeder Plattform, auf den meisten
Linuxen und auch unter Windows ist es so, das Installationsprogramm erledigt, einzutragen in einer Systemdatenbank, welches Dokument mit welchem Programm geöffnet werden soll. Auf dem Mac ist es ja so, das kommt in die InfoP-List. Ihr müsst, sobald ihr Dokumente öffnen können wollt, unter Qt dummerweise eure eigene InfoP-List anlegen, die dann die von Qt standardmäßig gelieferte ersetzt und müsst da halt von Hand XML editieren oder ihr macht halt ein neues Xcode-Projekt auf, baut da eine InfoP-List mit dem GUI zusammen und kopiert die dann in euer Qt-Projekt oder sowas. Und das sind jetzt nur konkrete Beispiele aus der Praxis, wo man Arbeit machen muss. Und vor allem die InfoP-List ist ja nicht alles. Ihr müsst dann auch noch Qt irgendwie beibringen, dass es eine Unterklasse des Application Delegates, des Cocoa Application Delegates erstellt, die aber natürlich trotzdem noch als Basisklasse den von Qt haben muss. Beziehungsweise nein, das heißt, sie rufen durch, wenn ihr einen setzt, also aber nur bestimmte Aufrufe. Das heißt, ihr könnt das nicht für alle Sachen machen. Also, und müsst dann eben eine Open-Methode in Objective-C implementieren. Ihr braucht also jemanden, der native Cocoa programmieren kann oder in. Ja, und müsst dann von der aus in den C++-Code rüberrufen, wieder, der auf allen Plattformen bei euch Dokumente öffnet oder sowas. Also es gibt immer wieder Lücken. Diese konkret sind welche, die setzt du einmal und weißt du einmal und dann geht's. Aber halt, jedes Framework hat irgendwann Lücken, an die ihr ranrennt und dann werdet ihr meistens feststellen, dass es viel schneller ginge, wenn ihr einfach das Native benutzt hättet. Das werde ich euch gleich noch ein bisschen genauer zeigen. Also außerdem gibt es halt auch Unterschiede zwischen Plattformen, die man erstmal nicht bemerkt. Also zum Beispiel hatten wir einen Fall, wo wir ein Programm hatten, das zum Teil im Hintergrund laufen soll. Das wurde erstmal unter Windows hauptsächlich mit Qt designt. Und unter Windows ist es so, wenn ein Programm kein Fenster offen hat, hat es auch in der Taskleiste, also in ihrem Dock, kein Symbol mehr. Es hat dann nur so in diesem sogenannten Tray, also in so einem kleinen Extrabereich, ein Mini-Symbolchen, das der Anwender eigentlich nie sieht, wenn er nicht danach sucht oder sie. Und das hat also wunderbar funktioniert unter Windows. Und als du es auf dem Mac gemacht hast, war es einfach so, auch wenn kein Fenster offen war, hattest du immer im Dock dein riesiges Dock-Icon sitzen. Und das wolltest du nicht. Und das Problem ist jetzt, die einzige Lösung, auf dem Mac ein Hintergrundprogramm zu haben, das kein Dock-Icon hat, abgesehen von Transform System Type, was eine alte API, die inzwischen deprecated ist, ist, mit der du aber auch nur einmal von Nicht-GUI-App auf GUI-App umwandeln kannst, sondern es öfter machst, passieren lustige, unterhaltsame Sachen. Aber eben, also hatten wir dann eben das Problem, dass wir die App eigentlich in zwei teilen mussten, um auf dem Mac ein Hintergrundprogramm anbieten zu können und das GUI-Interface. Oder die andere Alternative wäre gewesen, wir machen das Status-Item, was auch nicht besonders elegant ist. Ihr seht also, das sind dann so Probleme, die, wenn man denkt, write once, deploy everywhere, dann fallen einem die viel zu spät erst auf. Und man muss sie dann am Schluss halt noch irgendwie zwei Wochen vor Release oder sowas irgendwie versuchen zu fixen oder einen Workaround zu machen. Was dann natürlich wieder andere Workarounds mit sich führt. Also wenn ihr zum Beispiel euer Programm zu einem Status-Item macht, heißt es ja, ihr habt plötzlich keine Menüleiste mehr. Probiert dann mal im Dialog irgendwie Text zu kopieren und einzusetzen. Wenn das Teil des Workflows eures Programms war, dann müsst ihr jetzt alle Dokumentation ändern, müsst irgendwie extra Code einfügen, der Befehlstaste C behandelt oder vielleicht sogar ein Copy-Menü-Item irgendwo anzeigt, noch in eurem Status-Item-Menü, damit der Anwender weiß, dass es kommen kann. Das sind ja alles Lösungen, die wollt ihr nicht machen. Das wird ja furchtbar und hässlich. Also das sind jetzt Worst-Case-Szenarien, aber sie sind halt aus der Praxis, deshalb dachte ich, erwähne ich die nochmal. Jetzt, warum nicht die anderen Frameworks? Im Grunde, weil die alle noch mehr Probleme haben, weil halt einfach Qt gibt's ewig und halt auch mit Fokus auf Cross-Plattform schon ewig und alle anderen Frameworks waren halt erstmal da einfach nur mit Fokus auf eine Plattform oder also ein sehr großer Teil davon. Ich habe jetzt auch nicht alle ausprobiert, es gibt sicher noch ein paar andere. Es gibt außerdem noch eine große Ausnahme und zwar eben, die ich nicht wirklich als Cross-Plattform-Frameworks bezeichne, aber die Cross-Plattform sind. Und das sind eben zum Beispiel Engines für Spiele oder sowas. Also wenn ihr zum Beispiel Unity benutzt oder sowas, da rennt ihr auch in diese Sachen rein, aber eben einfach da, wie vorher erwähnt, Spiele sich ja ganz anders verhalten und gar nicht so oft eine native UI haben müssen, sind diese Frameworks da eigentlich eine wunderbare Lösung und nehmen euch halt noch viel andere Arbeit ab, die euch dann deutlich schneller macht.
Gut, wozu das natürlich führt, ist dann aber, wenn ihr wirklich ein Cross-Platform-Framework einsetzt, dann ist halt die Frage, entweder ich habe für jede Plattform jemanden, der sich damit auskennt, dann ist das Team am Schluss wahrscheinlich ungefähr so groß, wie es eh hätte sein müssen. Oder ihr heuert ständig Leute ein, arbeitet sie in euer Projekt ein, lasst sie dann wieder für andere Leute arbeiten. Und danach müsst ihr rausfinden, ob ihr, wenn ihr noch eine Änderung braucht, ihr sie nochmal kriegen könnt oder ob sie vielleicht gerade schon beschäftigt sind für die nächsten 6 Monate. Also das ist ja auch eine Geschichte, die ihr nicht unbedingt managen wollt. Und das heißt, wenn ihr dann eben wenige Entwickler habt, die auf einer Plattform hauptsächlich entwickeln und versuchen, alles im Cross-Platform-Code zu halten, dann macht ihr so ein kleinstes gemeinsames vielfaches Design natürlich. Also das heißt, bestimmte Sachen, die eigentlich auf einer Plattform einfach wären, kann euer Programm nicht und die Anwender verstehen nicht, warum. Und das ist eben auch in einer Konkurrenzsituation auf einem Markt natürlich nicht unbedingt was ihr so unbedingt als Stein euch selber in den Weg legen wollt. Gut, jetzt, ihr habt vielleicht euch gedacht, ja, ich bin eigentlich harter Verfechter von, baut euch euer Ding doch eigentlich selber. Warum solltet ihr das machen? Also erstmal, jeder Kompromiss, den ihr hier macht für dieses Programm, kommt von euch selber. Also das heißt, ihr müsst nicht sagen, okay, im generellen Fall für ein Anwendungsprogramm, wie muss sich ein Programm verhalten, sondern ihr könnt sagen, okay, wie seltsam verhält sich unser Programm in diesem Kontext, okay, dann muss ich auch nur den abdecken. Das heißt, ihr habt eine viel kleinere Zahl an Dingen, die ihr tun müsst. Euer Framework ist, dass ihr euch da baut, ist eigentlich minimal. Und das heißt natürlich auch wieder, dass ihr zwar, ihr habt nicht den Vorteil, dass Leute schon viel Cross-Platform-Code für euch geschrieben haben, wie ihr es bei einem Cross-Platform-Framework habt, aber eben, ihr habt auch den Vorteil, dass ihr viel von dem Code überhaupt gar nicht schreiben müsst und nicht maintainen müsst und nicht irgendwelche Kompromisse dafür bezahlen müsst. Was also auch nützlich ist. Also ihr zahlt nicht für Features, die ihr eh nicht braucht. Und eben auch, wenn ihr nach einem Bug sucht, habt ihr viel weniger Code zu durchsuchen. Und wenn ihr natürlich euer Team gut behandelt, sind die Leute, die den Code damals geschrieben haben, auch noch da und können selber rausfinden, wo das Problem ist. Dagegen beim Cross-Platform-Code, geh halt mal zu einem Open-Source-Projekt hin und frag die, was sie denn, ob sie für euch jetzt schnell noch den Fix machen könnt, weil ihr habt eine Deadline in einer Woche. Wenn ihr die nicht bezahlt, wird das wahrscheinlich eh nicht gehen, ist es unhöflich auch. Und wenn ihr sie bezahlt, heißt es natürlich auch immer noch nicht, dass sie das so lösen können, wie es für euch gut ist, weil sie ja das größere und das Wohl des Frameworks irgendwie im Auge behalten müssen. Oder ihr habt dort eure gepatchte Version. Gut. Danke an die Bauarbeiter. Ich bin froh, dass wenigstens von euch niemand hier sägt. Ist, glaube ich, noch keiner eingeschlafen. Gut. Das heißt am Ende, ihr habt wahrscheinlich ungefähr dieselbe Menge an Entwicklern nötig. Das hängt natürlich immer von eurem Projekt an. Aber wenn ihr ein Cross-Platform-Programm macht, braucht ihr eben unter Umständen auf jeder Plattform genau dieselbe Anzahl von Entwicklern, oder zumindest für jede Plattform einen Entwickler, der sich damit auskennt. Und eben wie wenn ihr das eben selber bauen würdet. Aber eben dann müsst ihr weniger bauen. Okay, ich wiederhole mich ein bisschen. Dann ein großer Vorteil, den man nicht unterschätzen kann, ist, ihr könnt die Plattformbibliotheken, Tools und Features benutzen. Also das heißt zum Beispiel, wenn ihr mit irgendeiner großen Webseite, ich nenne sie jetzt mal Gesichtsbuch zum Beispiel, irgendwie dort Daten hochladen wollt oder so, damit die schön auswerten können, dann geben die euch meistens einen SDK nativ für eure Plattform. Die geben euch keinen Qt-SDK. Vielleicht habt ihr Glück und für Qt gibt es da schon eine Bibliothek, da gibt es natürlich auch sehr vieles, was auch nützlich ist. Aber eben in dem Fall könnt ihr dann einfach den nativen SDK machen, könnt den notfalls ein bisschen einpacken in irgendeine Abstraktion oder so, dass ein Teil von eurem Code wieder Cross-Plattform sind und darauf aufrufen kann. Dann natürlich, ihr könnt Interface-Builder benutzen, um das UI zusammenzukloppen. Das heißt, ihr müsst nicht mit Qt Creator irgendwie rumgurken, der
zwar auch eine verdammt gute Idee ist, muss ich sagen, also eigentlich fast meine liebste Nicht-Xcode-IDE, die ich in letzter Zeit benutzt habe, aber andererseits eben ein bisschen Augenkrebs ist und an einigen Stellen doch ein bisschen zuckelt, aber halt so einfach an sich am rundesten läuft und Code-Navigation zum Beispiel funktioniert auch ein bisschen und so. Und er ist halt auf Qt ausgelegt, was natürlich auch schön ist für ihn. Aber eben in Xcode könnt ihr halt einfach, wenn ihr eine Info-P-List wollt, da hinklicken, der macht euch die Info-P-List schon vom Template, ihr drückt einen Plus-Button, kriegt einen neuen Eintrag für eine Dateiassoziation, tragt da den Typ ein und das war's dann. Das heißt, diese ganzen Vorteile habt ihr natürlich dann nicht mehr, wenn ihr nicht Xcode benutzen könnt. Und dann gibt's halt auch einfach andere APIs, für die ihr euren eigenen Code schreiben müsstet. Also zum Beispiel eine Lücke, die mich in Qt sehr gewundert hat, ist, die haben keinen Keychain-API. Und das heißt, wir haben uns dann unsere eigene Klasse schreiben müssen, die auf dem Mac in die Keychain schreibt, unter Windows in die Windows Credential Storage. Gut, ich meine, unter iOS hat auch jeder seinen eigenen Keychain-Wrapper inzwischen, aber halt, das ist dann Arbeit, die hättet ihr so oder so machen müssen. Und je nachdem, was euer Programm macht, habt ihr davon natürlich auch mehr oder weniger. Im Idealfall, wenn ihr eine Textverarbeitung schreibt, habt ihr wahrscheinlich so einen Fall nie in eurem Leben. Werdet glücklich mit Qt. Da ist es dann vielleicht auch eine gute Anwendung. Und dann, wenn ihr natürlich euren Code selber schreibt, passt die Abstraktion von allem auf euer Projekt. Also das heißt, ihr habt dann nicht sowas wie, naja, unter der Originalplattform, für die GTK designt wurde, war jedes einzelne Control ein eigenes X-Window. Also haben wir eine Klasse Window, die einfach für alles die Basisklasse ist. Und wenn du halt einen Button als neues Window erstellst, dann taucht der einfach als Fenster auf, so, der aber irgendwie buttonmäßig aussieht oder so. Und das heißt, wenn du dann irgendwelche Overlays einfach machen möchtest, dann funktioniert das einfach. Aber halt, das ist nicht, wie sich der Mac verhält. Und dann hast du halt plötzlich doch noch Situationen, wo, wenn du mit nativem Code rangehen möchtest, du plötzlich ein NS-Window hast, das dieses Projekt für dich erstellt hat, das halt nicht mehr das tut, ja, also dass du das erstmal aus deinem Widget rauskramen musst und dann hat das nicht die richtigen Einstellungen, da musst du vielleicht noch Window-Flags ändern oder sonst was. Da macht man sich dann einfach auch wieder zusätzliche Arbeit für Sachen, die in nativem Code trivial wären oder die vielleicht einfach nur eine Checkbox im NIP wären. Also auch das. Und halt natürlich einfach, dass sich natürlich die App, wenn man sie selber baut, einfach nativer anfühlt, weil sie eben einfach nativ ist. Und das System halt auch einfach Annahmen machen kann über eure App, die vielleicht bei einer Qt Application nicht zustimmen. Also eben so Sachen wie Apple führt plötzlich von einem System auf die andere den Dark Mode ein. Alle Fenster passen sich einfach an, wenn ihr es richtig macht. Und wenn ihr es eben falsch macht, dann müsst ihr halt jeden einzelnen Rollbalken noch von Hand auf schwarz umschalten. Beziehungsweise müsst Code schreiben, der den Rollbalken nimmt, ihn, bevor er gezeichnet wird, auf schwarz umstellt und dann wieder zurück oder sonst irgendwas. Also ist jetzt natürlich das absurdeste Beispiel, deshalb ist es mir am meisten im Kopf und deshalb wiederhole ich es immer wieder. Gut. Aber jetzt bei dem Projekt, das Wichtigste sind gar nicht diese technischen Sachen, sondern es gibt was viel Wichtigeres. Und zwar euer Team, mit dem ihr das baut. Und da hängt viel mehr. Also egal, ob ihr ein Cross-Platform-Framework benutzt, ob ihr das selber strickt oder so, ihr werdet in bestimmte Sachen reinrennen. Und zwar als erstes werdet ihr, behaupte ich jetzt einfach, und ihr könnt mir es glauben oder nicht, ihr werdet für jede Plattform einen Entwickler brauchen, der sich zumindest damit auskennt und der sich verdammt gut damit auskennt oder die sich damit auskennt. Ihr könnt das Programm auf einer Plattform schreiben, aber es läuft auf mehreren Plattformen und hat verschiedene Bugs auf mehreren Plattformen und verhält sich leicht anders auf verschiedenen Plattformen. Also zumindest werdet ihr QA-Leute brauchen, die auf all den Plattformen was testen und euch sagen, wenn was nicht stimmt. Und wenn es dann nicht stimmt, werdet ihr trotzdem noch als Minimum die Fähigkeit haben müssen, in der IDE für diese Plattform zu bauen und es dann zu starten und zu schauen, okay, sieht jetzt mein Fix richtig aus oder so.
Wahrscheinlicher werdet ihr mit dem Debugger durchsteppen müssen, um rauszufinden, was zum Teufel jetzt der Windows-Code in dieser Situation überhaupt macht. Da ist natürlich bei vielen Cross-Platform-Frameworks, gerade wie Qt, ein Riesenvorteil, die sind Open Source. Ihr könnt dann zumindest durch den ihr Git-Repository durchgehen und halt schauen, was zum Teufel machen die, wenn ich ein Fenster im Dark-Mode erstelle. Gut, also ihr habt eben diese, wie man es immer zynisch für Java genannt hat, die Write-Once-Debug-Anywhere-Situation. Das Wichtigste in eurem Team ist halt immer noch die Koordination. Da erzähle ich wahrscheinlich vielen von euch was, was ihr eh schon wisst, aber ich denke, ich werde da noch genauer darauf eingehen. Also es geht um Koordination sowohl der Leute im Team als auch des Codes und wie man diesen Code designt. Und da passiert es halt oft, dass halt auf einer Plattform was designt wird und dann die andere Plattform es ausbaden muss oder umgekehrt, wenn die Kommunikation im Team nicht stimmt und nicht ständig stattfindet. Was aber nicht heißt, dass ihr jetzt alle in einen Raum zwängt und die dort dann quer rüber schreien, wenn die zwei Android-Entwickler wieder was miteinander zu tun haben, zu lösen haben, weil das stört ja dann auch die anderen. Ich persönlich denke nicht, dass das die richtige Lösung ist. Aber was es heißt ist, abgesehen davon, dass ihr über Slack oder sonstige Mechanismen, mit denen man einfach schnell mal eine Frage rüberschicken kann, ohne den anderen hart zu unterbrechen und dann eben die Programmierpartnerin hingehen kann und sagen kann, okay, jetzt habe ich gerade eine Pause, oh, da ist was Neues in Slack, ah ja, okay, schick mal eine Antwort. Also dass das ein bisschen asynchron stattfinden kann, vielleicht sogar remote. Das ist wichtig, dass man sich darauf fokussiert und dass man bewusst kommuniziert. Aber andererseits, ihr werdet irgendwann persönliche Treffen brauchen. Wir haben das in einem Projekt gemerkt. Wir haben uns wirklich Mühe gegeben, wir haben immer kommuniziert und so. Aber es gibt einfach einen gewissen Punkt, an dem stehst du einfach da und du brauchst diese Sache, dass du wirklich vor der anderen Person stehst und innerhalb von 10 Sekunden diesen Ping-Pong hin und her machen kannst, um zu verstehen, wie zum Beispiel die Windows-API Sound verarbeitet und wie die Mac-API Sound verarbeitet. Und wie der existierende Code, den ihr vielleicht unter Windows zum Beispiel schon habt, Sound verarbeitet. Und dass das zwar unter Windows kein Problem ist, dass aber auf dem Mac eine Push- statt Pull-Architektur Core Audio dann plötzlich Probleme verursacht, weil ihr halt irgendwo zwischendrin andauernd, wenn ihr mal in nativen Komponenten oder von Sound-Devices bekommen habt, Frames einfangen müsst, sie ein bisschen vorhalten könnt, damit die Pull-Architektur sie dann abfragen kann. Und dann habt ihr halt immer solche Probleme, dass ihr dann zum Beispiel plötzlich Delays in eurem Audio habt. Das heißt, wieso? Unter Windows ist das ja, geht das ja flott, ja, weil da halt die Architektur mit Push einfach besser zusammenarbeitet. Und auf dem Mac ist halt wirklich alles so hart auf Pull ausgelegt, dass du dann halt riesige Delays reinkriegst oder so. Und das haben wir halt nur dadurch hingekriegt, dass wir eine Woche zu den Windowsern ins Büro gereist sind, uns mit denen unterhalten haben und einfach mal diese ganzen Sachen ausdiskutiert haben. Und die eigentlichen Diskussionen waren super kurz, aber einfach konnten, haben wir vorher gesehen, einfach nicht so stattfinden über Chat oder auch über Skype mit Video, haben wir alles Mögliche mit Meetings probiert. Und also irgendwie zumindest so beim Anfang einer .0-Version oder eines großen Refactorings oder so, glaube ich, gibt es da fast keinen Ersatz für ein persönliches Treffen in dem Fall. Und dann eine Sache, die, wie soll man sagen, das ist das Team-Äquivalent eines Code-Smells in einem Cross-Plattform-Projekt, ist, also das passiert immer mal wieder, dass eine Plattform halt was schon implementiert hat und die andere noch einen Moment braucht oder so. Aber wenn das öfter passiert und es immer eine Plattform ist, die zum Beispiel voraus ist, dann habt ihr das große Problem, dass dann halt irgendwann sich das so aufstapelt, dass halt die eine Plattform 3 Features voraus ist und die andere Plattform kann dann beim Design nicht mehr dabei sein und der Fehler kumuliert sich halt dann. Und das heißt, es werden dann immer mehr Designs auf einer Plattform nur gemacht, mit zwar Rückfragen bewusst natürlich zu den anderen, aber halt bestimmte Sachen sieht man halt erst, wenn man einen Prototypen gebaut hat, oder sogar erst bei der Implementierung. Und wenn da halt der Abstand zwischen den verschiedenen Plattformen zu groß ist, müsst ihr dann halt ein Design ausbaden, das eben auf der einen Plattform funktioniert und auf der anderen riesen Workarounds braucht, was diese Plattform dann nochmal ausbremst. Also
Das ist auch ein großes Problem. Und vor allem, wo das dann Riesenprobleme macht, ist, wenn ihr irgendwelche Daten habt, die persistiert werden. Also Paradebeispiel ist natürlich das Dateiformat, wenn das halt unter Windows designt wird und ihr dann auf dem Mac feststellt, dass dort aber der Zahlenwert Double Precision haben müsst, dann verliert ihr halt jedes Mal beim Speichern die Hälfte der Informationen oder sowas. Aber auch so trivialere Sachen wie zum Beispiel, wenn ihr ein URL-Scheme definiert, dass Leute die URL eines Objekts aus eurem Programm rauskopieren können und das dann in dem Browser irgendwo verlinken können und dann kann man draufklicken und dann startet eure App und eine Seite in eurer App wird geöffnet. Wenn die natürlich nur auf die Programmstruktur, wie es unter Windows ist, designt sind oder unter Android zum Beispiel, dann habt ihr vielleicht auf dem iOS, in der iOS-Version dann eben das Problem, dass ihr irgendwie, wer weiß was, an einigen Stellen einfach ewig asynchron warten müsst, bis irgendwelche Sachen geladen sind, bevor ihr den Rest der URL auswerten könnt. Und dann habt ihr halt einen riesen komplizierten Mechanismus. Und wenn man das vielleicht vorher mal, eben wenn man das näher gleichzeitig implementiert hätte, dann wären die von Windows, von Android zum Beispiel noch nicht so weit gewesen und hätten halt einfach sagen können, okay, Moment mal, ich mache mal eine Pause, implementiert ihr es mal auf dem Mac fertig, sagt uns, was für kleine Änderungen ihr braucht und dann machen wir die gleich auf der Android-Version auch. Dann ist natürlich noch das Problem, und dann gibt es noch andere Sachen, wie zum Beispiel, wenn ihr Unterstützung für irgendeinen Cloud-Dienst oder sowas einbaut, dass natürlich auch das Protokoll, das mit dem gesprochen wird, für beide Plattformen funktionieren muss oder so. Wobei da ist natürlich dadurch, dass das riesige Netz da dazwischen ist, die Wahrscheinlichkeit oft schon deutlich geringer. Wenn euch übrigens jemand beim Design eures Programms erzählt, dass eure Anwender, die würden doch nie diese Dateien von einer Plattform auf die andere kopieren, glaubt denen kein Wort. Es passiert immer. Wir hatten eben so Fälle, wo dann eben der häufigste Fall, selbst wenn Leute nicht auf zwei Plattformen eure Programme benutzen, gibt es halt immer noch den Fall, der Grafikdesigner benutzt euer Programm und der Programmierer oder so, zum Beispiel, wenn ihr in so einer Zielgruppe seid und halt der eine hat die eine Plattform, der andere die andere. Leuten, die einfach von einer Plattform auf die nächste umsteigen, die einfach sagen, ach ja, ich kann ja jetzt auf den Mac wechseln, das Programm gibt es für Windows und Mac, und dann kopiere ich einfach all meine aufgezeichneten Videos. Oh, die kann er nicht lesen. Toll. Eben zumindest müsste man eben dann hingehen und schauen, dass man Lesecode schreibt, aber da das natürlich extra Arbeit ist, die man meistens vermeiden möchte, ist halt meistens so, dass man wirklich hingehen muss und es schaffen muss, ein gemeinsames Dateiformat zu definieren. Und dann noch ein großes Problem, dass die Auswirkung von all diesen Sachen ist. Also wenn Teams vorausrennen, ist das Problem, dass das eine Team ist ständig das coole Team, das alle Features schon implementiert hat und das ganz schnell jedes neue Feature, das ankommt, implementieren kann. Und das andere, das eben diese ganzen Workarounds machen muss, damit diese Designs, die da passiert sind, noch irgendwie auf ihrer Plattform zum Laufen kommen. Dieses Team ist halt immer die brauchen immer so lange und die sind so schlecht und so. Und das führt natürlich auch zu einer Konkurrenzsystem zwischen den Teams, wenn du Pech hast und dann nicht wirklich aktiv dagegen arbeitest und dann irgendwann mal die Bremse drückst vielleicht. Und du willst ja eigentlich auch nicht die Bremse drücken und dem einen Team sagen, hört auf zu arbeiten, sondern ihr müsst halt irgendwas anderes finden. Also zum Beispiel, was da eine gute Möglichkeit ist, ist eben zu sagen, okay, räumt mal den Cross-Platform-Code auf Android, wenn ihr schon so schnell seid, macht da mal wirklich das Refactoring, das auch die von der iOS-Version zum Beispiel brauchen und arbeitet denen vielleicht auch zu. Also wenn die halt noch irgendwie einen Audio-Transcoder brauchen oder sowas in der App und ihr habt ja unter Windows auch einen Audiospezialisten, dann lässt er sich halt vom anderen die Specs geben, okay, von was in was muss ich transcoden und dann schreibt er in dem Cross-Platform-Code halt den Transcoder, selbst wenn die den unter Windows nicht brauchen, weil sie mit Direct Sound, heißt es glaube ich, zum Beispiel dann eben das eh schon von sich konvertiert kriegen oder sowas. Ich mix hier meine Plattformen wild durcheinander, Entschuldigung, ich ziehe so aus mehreren Beispielen Zeug zusammen. Damit könnt ihr halt euer Team vielleicht ein bisschen ausrichten dahin, dass wenn das eine Team langsam wird, wenn das irgendwie nicht hin kann, dass das andere Team nicht sagt, oh Mann, sind die langsam und so, sondern dass sie halt sagen, okay, wir müssen denen jetzt helfen. Und dann halt einfach auch auf die zugehen und sagen, Leute, wir haben das Zeug schon fertig,
damit ihr dahin kommt, was können wir tun, um euch zu helfen. Und das kann dann streckenweise halt auch kleine Fixes sein, wie zum Beispiel halt einfach, wie man den Code strukturiert oder sowas. Und der Code hat halt auch wichtige Fälle. Also ein Fall, den ich in viel Cross-Platform-Code gesehen habe und gegen den man halt so eigentlich kämpfen muss, ist, es gibt sehr viele Leute, die mit Hash-if-dev in einer Datei einfach andauernd die Plattformunterschiede ausgleichen. Da ist dann immer Hash-if-iOS, tu das, Hash-else, tu was auch immer man unter Android will oder so halt in dem nativen Code. Das heißt nicht, dass das generell schlecht ist. Das hat ja sein Ziel. Du musst gelegentlich, ja, du musst ja verschiedenen Code unter Windows und Mac zum Beispiel am Laufen kriegen. Aber eben, was man da machen kann, was man eben nicht machen sollte, ist, dass man am Ende zwei Quellcode-Dateien in eine Datei reinrammt durch ifdevs. Also wenn der Code, wenn zu viele ifdevs in einer Datei drin sind, müsst ihr euch überlegen, wie kann ich das rausziehen? Gibt es irgendeine gemeinsame Abstraktion, die ich finden kann? Also zum Beispiel so Sachen wie, wenn ihr auf einer Plattform nach dem Schreiben immer flushen müsst und auf der anderen halt nicht, und da gibt es diesen Flush-Aufruf nicht, der halt dann aus den Puffern das Ganze wirklich ins Netzwerk rausschreibt oder was auch immer, dann würdet ihr halt einfach sagen, in einem Header oder sowas, if die eine Plattform define flush als fflush, fd oder was auch immer, andere Plattform define flush als do while, so diesen Block, den man braucht, damit ein leeres Makro nicht dumme Nebeneffekte hat. Und dann ruft ihr überall einfach nur dieses eine Flush auf. Und damit ist der Cross-Plattform-Code für alle derselbe und nur an der einen Stelle sind die Plattformunterschiede zentralisiert. Das ist jetzt natürlich der Low-Level-C-Approach. Wir haben natürlich Programmiersprachen, die uns das viel besser machen lassen. Also man kann generell einfach Plattformdifferenzen herausabstrahieren. Das kann dadurch passieren, dass ihr halt einfach zum Beispiel den Header Cross-Plattform haltet und dann eine Implementation-Datei underscore Mac, underscore Win habt, die die eigentliche Implementierung für die Plattform liefert, für bestimmte Klassen, die einfach die Plattformunterschiede wegabstrahieren. Das kann sein, dass ihr wirklich eine Basisklasse definiert, die bestimmtes Verhalten enthält und dann einfach nur bestimmte Methoden in einer Unterklasse umdefiniert und dann halt das Define nur noch ist, wenn ich auf dem Mac compiled werde, dann mache ich ein Type-Def oder ein Type-Alias für, wer weiß was, Drawing-Context ist Drawing-Context-Mac und unter Windows eben Drawing-Context ist Drawing-Context-Win oder sowas. Also da gibt es ja genügend Lösungen, die muss ich euch jetzt auch nicht alle vorbeten. Aber eine, die vielleicht ganz nützlich ist, ist eben, also eben ihr könnt diese Unterklassen machen und ihr könnt das sogenannte Pimple Pattern benutzen, das ist Private Implementation, also das heißt im Prinzip, ihr habt eine Klasse, die hat einen Zeiger auf irgendein Strukt, das einfach nur vorausdeklariert ist. Also das heißt, im Header gibt es keine Deklaration, was dieses Strukt ist und das ist privat für diese Klasse. Und ihr habt dann die Cross-Platform-Methoden oben drin in dieser Klasse und die Klasse erstellt dann in ihrem Konstruktor auf jeder Plattform ein plattformspezifisches Objekt und reicht die Aufrufe praktisch an das weiter. Zumindest die, die nicht eh Cross-Platform komplett gleich sind. Das hat auch so Vorteile, da gibt es in Objective-C einen Trick. Ihr könnt, selbst wenn ihr in einem C++-Compiler läuft, könnt ihr mit hash-if-c++, könnt ihr einen Type-Def machen, das unter C++ zum Beispiel struct-ns-window ist und unter Objective-C ist es add-class-ns-window und dann halt den Type-Def auf NS-Window. Und dann könnt ihr praktisch einen, wenn das ein C++-Compiler liest, sieht das einfach nur als Struct, aber ein Objective-C++-Compiler, der macht das Name-Mangling, also das heißt, wie er Datentypen unterscheidet, wenn du mehrere Methoden mit demselben Namen, aber verschiedenen Parametern hast. Dieses Name-Mangling macht er also genauso für ein C-Strukt, wie er es für eine Objective-C-Klasse macht. Und das heißt, solange der Name derselbe ist, compilet das genauso, auch wenn es der normale C++-Compiler ist. Also das ist jetzt ein Trick, der für Clang auf dem Mac und iOS und WatchOS und sowas gilt, also für die Apple-Plattformen. Das ist keine Garantie für alle anderen Plattformen, aber ihr wollt ja auch nur für die eine Plattform coden, diesen plattformspezifischen Code, also da ist es sicher und okay
und ist vor allem in allen Executables, die geschrieben wurden, auch so schon definiert. Das heißt, wenn Apple das ändern würde, würde kein Programm mehr funktionieren. Und das heißt halt, was ihr machen könnt, ist, ihr könnt oben ein Struct mit einem bestimmten Namen definieren in dem Cross-Platform-Code, das ihr dann aber unter auf dem Mac mit einem Objective-C-Objekt füllen könnt, das euer Delegate für die Mac-APIs und sowas ist. Und auf Windows können die einfach dieses Struct mit C++-Sachen füllen und können New drauf aufrufen und können ihre C++-API benutzen. Das heißt, das ist also in solchen Fällen ein echt nützlicher Trick. Und dann noch, wenn ihr eben diese kleineren Fälle habt, wo ihr einfach nur einzelne Zeilen habt, die auf einer Plattform nötig sind und auf einer anderen Plattform aber nicht, oder halt Stellen, an denen eine Plattform noch benachrichtigt werden muss über irgendwas. Denkt dran, ihr könnt einfach diese Zeile in eine virtuelle Methode ausgliedern und die dann eben auf verschiedenen Plattformen anders implementieren. Und der Code an sich, der Cross-Platform-Code, bleibt gleich und muss nicht immer diese if-defs haben. Und das macht den Code einfach lesbarer und auch wartbarer. Was können wir zum Code noch an Tipps haben? Naja, also wenn ihr euren eigenen Cross-Platform-Layer schreibt, dann macht ihr eine dünne Schicht, nicht nur um die Plattform-Code, wenn ihr ihn selber aufruft aus eurem Cross-Platform-Code, sondern euer Cross-Platform-Code sollte eigentlich auch nur an dem Plattform-Code dranhängen. Also das heißt, ihr solltet praktisch hingehen, erst erstellt ihr mal eine komplett native App aus dem Template, das Apple, Microsoft, Nokia, wer auch immer euch liefert. Und dann geht ihr praktisch hin und benutzt auch native Bibliotheken, wo ihr sie habt. Also eben so Sachen wie iCloud oder sowas halt, dass ihr wirklich euch wie eine native App anfühlen könnt. Also diese ganzen Sachen solltet ihr wirklich nativ benutzen und wenn es geht, eben auch genauso wie ein natives Programm das machen würde, weil dann gibt es die wenigsten Überraschungen, wenn sich von Apples Seite irgendwas ändert und ihr plötzlich feststellt, dass eure Abstraktion damit darauf nicht mehr passt. Und eben dann geht ihr praktisch hin, also das heißt, ihr wollt auch, wenn es geht, native UI eben machen. Also nehmt Interface-Bilder, nehmt XAML, nehmt was immer da der richtige Ansatz wäre. Und das heißt, ihr macht die native UI und dann geht ihr aber rein und macht das Model und die modelseitigen Controller. Also ihr könnt eure Controller aufsplitten. Wenn etwas Controller heißt, heißt das nicht, dass es eine Unterklasse von UI-View-Controller sein muss. Das klingt banal. Ich habe letzte mit Leuten zu tun gehabt, die jahrelang programmiert haben und denen das nicht ganz klar war. Und das kann einem Codebase echt deutlich helfen, wenn man den Leuten klar macht, dass irgendein NS-Object darf ein Controller sein. Das ist vollkommen okay, das ist kein Code-Smell. Wenn ihr MVC programmiert, ist das okay. Und ihr dürft eben auch mehrere Controller haben, die miteinander sprechen dazwischen drin. Das muss nicht ein Objekt sein. Ihr dürft also an natürlichen Grenzen da einfach einen Schnitt ziehen. Und eben in dem Fall wäre das Model und modelseitige Controller Cross-Platform. Das heißt natürlich dann Views und View-Controller nativ. Aber ihr könnt hier, also zum Beispiel, wenn ihr ein Programm schreibt in Cross-Platform-Code, das Graphen anzeigt, also irgendwie, ich weiß nicht was, entweder Kuchengrafiken oder Baumdiagramme oder was auch immer, dann ist es ja so, da ist ja viel Code für alle Plattformen gleich, obwohl er eigentlich mit Grafikausgabe zu tun hat, die immer sehr plattformspezifisch ist. Könnt ihr aber halt einfach so machen, dass ihr dann eben einen Cross-Platform-Code schreibt, der euch die ganzen Koordinaten berechnet. Müsst ihr euch halt einen guten Datentyp aussuchen für eine Koordinate, der auf allen Plattformen geht und nicht irgendwie zu Ungenauigkeiten ungünstig führt. Je nachdem, welche Plattform ihr benutzt, gibt es da gute oder schlechte und sowas. Es gibt auch bestimmte Plattformen, die einfach standardmäßig einen schlechten Datentyp gewählt hat, aber mit denen leben wir jetzt schon seit Jahren. Aber eben, also das heißt, ihr könnt dann zum Beispiel eine Klasse schreiben, die euch diese ganzen Koordinaten berechnet und dann müsst ihr nur noch diese Datenstruktur, die da rauskommt, nehmen und malen. Oder ihr könnt euch eben sogar eine Canvas-Klasse schreiben, die auf jeder Plattform anders implementiert ist und dann einfach in, wer weiß was, ein NS-Image oder sogar
in einer NSView einfach wird dieser Code aufgerufen, kriegt ein Canvas-Objekt mit dem CG-Context oder sowas noch, in den die View gerade einmalt, oder im NS-Graphics-Context oder UI, was auch immer. Und dann könnt ihr halt dort hinein, kann euer Cross-Platform-Code einfach dort hineinmalen. Lange Rede, kurzer Sinn. Es gibt jetzt natürlich einige Fälle, in denen reichen jetzt native UI und List-Views nicht, müsst ihr halt doch irgendwie UI generieren. Also schaut euch zum Beispiel in Xcode an, wenn ihr irgendwelche IB-Inspectable Properties habt in euren Objekten, muss Xcode ja dynamisch Textfelder mit Labels und Pop-Ups und wer weiß was generieren im Inspektor, die dann euch erlauben, eure Custom Properties, die ihr in euren Klassen habt, zu editieren. Und wenn ihr das macht, empfehle ich euch, wenn eure Plattform das irgendwie anbieten, benutzt, was auch immer die haben, was so wie Auto Layout ist. Weil das euch einfach den Vorteil macht, dass ihr im Prinzip, ihr schmeißt Views wo rein, sagt nur, hier hätte ich gerne einen Abstand, das soll hier am Rand sein oder sowas, die sollen untereinander liegen. Und den Rest macht das Ding für die richtige Plattform richtig. Das heißt, es sorgt dafür, dass der Push-Button seine native Höhe hat, dass er breit genug ist, dass der Text rumpasst und sowas. Und das heißt einfach, es vereinfacht den Code sehr viel. Das kann eventuell sogar sinnvoll sein, wenn ihr euch, es gibt da viel, ich glaube, ich habe letztens ein Python-Modul gesehen oder sowas, glaube ich, das seinen eigenen Auto-Layout-Mechanismus implementiert hat. Also das heißt, ihr könnt relativ einfach so einen linearen Gleichungslöser finden und müsst ihn gar nicht richtig verstehen. Ich weiß, das ist kein guter Ansatz, dann irgendwas, was man nicht versteht, in sein Programm einzubauen. Aber ich meine nur, ihr könnt also eine Auto-Layout-Bibliothek eben auch notfalls einer Plattform noch zugeben, die noch keine hat. Oder halt einfach, ihr macht halt APIs wie, da ihr ja wisst, was für Arten von Views ihr überhaupt braucht, macht ihr dann halt auf der einen Plattform was von Hand gebautes, das hardgecodete Metrics hat oder Text-Measuring betreibt oder sowas halt, eine etwas einfachere Form. Aber halt auf den anderen Plattformen könnt ihr es trotzdem mit Auto-Layout machen. Und die meisten Plattformen, die Auto-Layout haben, sagen euch ja auch, benutzt bitte, wenn ihr könnt, das Auto-Layout, weil dann resized alles, wenn das nächste Handy wieder 3 cm breiter ist. Gut, das wäre es da. Und dann natürlich, wenn ihr euer Zeug selber schreibt, gibt es natürlich, oder auch bei anderem Cross-Platform-Code, im Tooling ist es so, das hat eine große Auswirkung, dass das richtig benutzbar ist und angenehm benutzbar ist für jeden Programmierer auf jeder Plattform. Und es gibt bestimmte Dinge, die sind auf einer Plattform überhaupt kein Problem. Auf der anderen Plattform wird dann plötzlich die IDE unbenutzbar. Wir hatten also einen ganz bizarren Fall, wo wir halt if-devs im Code hatten für verschiedene Plattformen. Und es war halt so, es war nur die Bedingung von einem if und noch so ein paar Befehle, die da vorbereitend waren oder sowas. Auf jeden Fall aus verschiedenen Gründen war es so, dass das if-dev dann war um das if und die öffnende Klammer von dem if-dev. Das Problem an der Geschichte ist jetzt, du hast dann also für die Heuristik, die Xcode benutzt, um euer Klammern-Balancing zu betreiben und um Syntax-Coloring zu betreiben und solche Sachen, für diese Heuristik, die kennt if-devs nicht, die weiß nicht, welches if-dev aktiv ist und welches nicht. Und dann hatten wir das Problem, dass wir, also wenn du den Code einfach so runterliest und die if-devs ignorierst, dann hast du öffnende Klammer, aber nur eine schließende Klammer. Und damit hat das komplette Indexing in dieser Datei nicht funktioniert. Und wir haben ewig gebraucht zu kapieren, dass es daran lag. Du hast natürlich auch noch den Klassiker Dateisystemsachen, also sowas wie Bauhalten, Pluszeichen oder so. Wir hatten zum Beispiel Temp-Dateien, die wir schon gecached in der App geschickt haben, die wir dann aber nochmal runtergeladen haben. Und das waren also Dateien, die von einem Server kamen. Und wir haben dann einfach den Request-URL als Dateinamen benutzt. Und wir haben natürlich halt auf dem Mac haben wir geschaut, dass keine Schrägstriche drin sind, haben die durch irgendwas ersetzt und dann war das kein Problem. Wir haben diese Dateien in die Versionskontrolle eingecheckt. Kriege ich einen Anruf vom Windows-Entwickler, du, ich kann nicht mehr auschecken. Weil halt unter Windows da noch ein paar Zeichen drin waren, die du einfach nicht benutzen darfst.
kennt ihr sicher schon ein bisschen, wenn ihr jemals irgendwie Disketten zwischen zwei Plattformen ausgetauscht habt oder sonst was. Für die von euch, ja, ich weiß, Disketten, antik, Entschuldigung. gut. Also eben und das Problem mit diesem IFTEF war natürlich, Visual Studio ist sehr schlau. Das parst deinen Code wirklich durch und das weiß, welche IFTEFs gerade aktiv sind und welche nicht. Zeigt dir die sogar in einer anderen Farbe an, sodass du genau weißt, welcher Code bei dir läuft und welchen du einfach ignorieren kannst. Also deshalb hatten wir zum Beispiel für diesen Code-Navigations- und Indexing-Breaker auf dem Mac, die von Windows haben das nicht gesehen. Ähnlich gibt es natürlich, das kommt gleich noch. Okay, nächster Schritt ist, wenn ihr euch entscheidet, welche Sprache nehmt ihr denn für den Cross-Platform-Code, weil in der Regel, es gibt auf dem Mac Objective-C oder Swift zur Auswahl als die primären Sprachen, in denen ihr euer Programm schreiben wollt. Unter Windows ist eigentlich C-Sharp so die Sprache, die man wohl im Moment benutzen möchte. Und halt auf Android sollte es ja eigentlich alles Java sein. Also es gibt eigentlich keine Sprache, die so auf allen Plattformen ist. Wir haben uns bei den Plattformen, die wir hatten, für C++ entschieden, wie euch wahrscheinlich schon so aus einigen von meinen Kommentaren zu erschließen war. Es gibt zum Beispiel Swift unter Windows. Ihr gibt da inzwischen, glaube ich, sogar einen Compiler von der Open-Source-Version. Warum haben wir den nicht benutzt? Naja, also die einfache Sache ist erstens mal, es gibt da so gut wie keine Tools. Es gibt halt einfach den Kommandozeilen-Compiler im Moment und nicht viel mehr. Und vor allem halt so Visual Studio, irgendwie UI-Builder oder sowas, da ist mit Swift oder zumindest unter der Zeit, ich habe jetzt ein paar Monate nichts mehr damit zu tun gehabt, insofern weiß ich nicht, ob sich das inzwischen geändert hat, aber halt zu der Zeit gab es da keine Tools und vor allem halt, wenn ihr halt eben Windows UI native bauen wollt oder sowas und die Bridging-Situation war auch nicht wirklich gut, das war halt alles noch viel zu neu und so. Also ihr wollt keine auf einer Plattform exotischen Sprachen benutzen, weil dann kommt ihr genau in diese Situation, die wir vorher mit dem Vorausrennen hatten, dass halt eure Programmierer dann eben ständig noch extra Arbeit für die Tools machen müssen. Ja? Also ich wiederhole gerade nochmal, also er hat gesagt, dass es auf Android Kotlin gibt, was eigentlich das Android-Äquivalent zu Swift ist, so strukturell und von einigen Entscheidungen, die da eingeflossen sind. Sorry. Nächstes Mal warte ich aufs Mikro. Da haben dann dass es Kotlin gibt und dass man das auch auf iOS compilen kann, hast du gesagt. Ja, auch nach Linux meint er jetzt noch, okay. Die Sache ist eben, ja, also es gibt da so Tools und dann ist aber eben immer, muss man das mal vorher ausprobieren und schauen, ist denn diese Sprache, ist es vielleicht mehr Arbeit, diese Sprache zu benutzen, oder gibt es vielleicht bessere Bridging-Mechanismen zu irgendeiner anderen Sprache, die auf allen Plattformen dann besser zu benutzen ist oder sowas? Also es gibt ja auch so Gini oder Swig, was so Interface-Generatoren sind, die euch dann praktisch um zum Beispiel eben eine C++-Klasse generieren sie euch eine C-Sharp-Klasse. Aber die können natürlich nicht alles durchreichen. Also wenn ihr zum Beispiel eine C++-Template-Klasse habt, müsst ihr ihm halt dann entweder, ich weiß gar nicht, ich glaube, ihr könnt ihm sagen, ich brauche das Template spezialisiert für diese Typen und dann generiert er euch einen Wrapper entsprechend. Aber es sind halt immer extra Sachen, die ihr euch dann überlegen müsst. Und irgendwie müsst ihr natürlich dann zwischen Cross-Plattform und Plattform-spezifischen Code bridgen. Es sei denn, ihr habt so eine schöne Situation wie jetzt bei den ganzen iOS-Varianten, wo halt einfach alles dieselbe Programmiersprache ist. Dann noch eine große Sache, die ich euch ans Herz legen möchte. Es klingt erstmal komisch, wenn ihr schon mal an Cross-Platform-Code gearbeitet habt. Viele Leute sagen, das ist doch gar nicht möglich. Ihr möchtet Warnungen als Fehler aktivieren, diese Option in Xcode und in Visual Studio gibt es auch sowas. Aber das Wichtige daran ist,
Ihr müsst die Continuous Integration einschalten, sodass ihr euren Cross-Platform-Code, egal ob jemand auf dem Mac oder auf Windows diesen Code ändert, neu compiled und eben dann sagt, wenn da plötzlich Fehler aufgetreten sind. Und zwar mit beiden Compilern von beiden Plattformen, also im Mac-Windows-Fall, den ich jetzt so oft nenne, dann halt Visual Studio und Clang. Einfach aus dem Grund, weil es sind verschiedene Compiler, die analysieren den Code leicht anders, die finden gewisse Probleme mehr, die haben Diagnostiken eingebaut für bestimmte Probleme, aber eben jeder andere. Und das heißt, es kann dir oft passieren, dass du auf dem Mac komplett harmlosen und perfekt funktionierenden Code schreibst, der einfach deshalb funktioniert, weil auf dem Mac eine bestimmte Sache, die im C-Standard nicht definiert ist, auf eine bestimmte Art funktioniert, wie man es erwartet. Auf Windows ist es halt so, dass zum Beispiel aus historischen Gründen oder sonst was, oder es kann eben auch umgedreht sein, wir hatten also beide Richtungen, ich will jetzt hier nicht Windows bashen, also auf jeden Fall eben gibt es da bestimmte Fälle, die eigentlich nach dem Sprachstandard ein Fehler sind, die aber auf bestimmten Plattformen funktionieren und auf anderen nicht. Und dann sagt euch die Windows-Plattform gleich sofort, weil sie das eben anders interpretiert, dass hier nicht das passiert, was du erwartest. Und der Mac-Programmierer, der diesen Code zuerst mal geschrieben hat in der Cross-Platform-Bibliothek, der merkt es vielleicht erstmal gar nicht, dass diese eine zweizeilige Änderung plötzlich den Code unter Windows zum Abstürzen bringen wird. Und deshalb halt, und eben eine Warnung verursachen wird. Und deshalb schaltet das unbedingt ein. Noch ein anderer Fall, einfach mal so als kleine Praxissache, Fehlerbehandlung. Ihr werdet immer wieder Fehler haben, die zum Beispiel in Cross-Platform-Code passieren und dann durch den Platform-Code an die UI weitergereicht werden müssen oder sogar mehrmals hin und her gehen. Also sowas wie, es gibt einen Fehler in einem plattformspezifischen Dateikopier-API, das in eurem Plattform-Wrapper für Dateizugriff ist, der dann eben, also in eurem Cross-Platform-Wrapper ist für Dateizugriff, dann von Cross-Platform-Code aufgerufen wird und der Fehler wird halt durchgereicht. Am Ende möchtet ihr ihn anzeigen, aber möchtet vielleicht auch, falls irgendwie eine seltsame Betriebssystemgeschichte ist, den durchreichen. Also im Prinzip ist mein Tipp, euer Fehler sollte ungefähr wie NS-Error sein. Also das heißt, ihr solltet einen Fehlercode haben und eine Domain, aus der er kommt. Außerdem solltet ihr nie Fehlercodes wiederverwenden. Also wenn ihr eine API habt, die zum Beispiel einen HTTP-Status-Code zurückgibt, dann kommt nicht auf die Idee zu sagen, na gut, Internal Server Error sollte nie passieren, also gebe ich 500 zurück, wenn falsche Parameter an die API übergeben wird. Dann weiß man nie, habe ich jetzt irgendwo noch einen Codepfad, in dem ein ungültiger Parameter übergeben wird, oder hat der Server jetzt wirklich einen Schluck aufgehabt und hat einen Fehler 500 zurückgegeben. Andererseits auch, was passiert, wenn ein Server eine wahnsinnige Fehlermeldung zurückgibt. Also wenn ihr von einem HTTP-Server einen Fehler 999 zurückkriegt. Wenn ihr halt jetzt einfach in diesen Fehlercode noch 999 auf euren Fehler definiert, weil es ja kein gültiger HTTP-Status-Code ist, könnt ihr es nicht unterscheiden. Kam der jetzt vom Server oder habe ich den irgendwie verursacht? Und dann macht ihr vielleicht was falsch. Löscht User-Daten oder was auch immer. Gut. Dann auch NS-Error kann einen Underlying-Error behalten. So einen Mechanismus wollt ihr auch in euren Cross-Plattform-Fehlern. Also, dass ihr immer die Originalfehler behaltet und vielleicht auch irgendwie zumindest loggt oder sowas. Und klar markieren, wenn ihr zum Beispiel eine Sprache wie C++ in eine Sprache wie Objective-C integriert, weil ihr C++-Exceptions benutzt, Objective-C eigentlich nicht. Und ihr dann eben nicht mit den C++-Exceptions durch den Objective-C-Code, der ihn aufruft, durchrasseln wollt. In C++ gibt es Throw-Specifications, die man dazu benutzen kann, die das allerdings furchtbar nervig machen. Oder halt sonst, macht halt einen Kommentar neben jede Funktion, die throwen kann, einfach weil, oder eben neben Funktionen, bei denen garantiert ist, dass sie nicht throwen, was ihr für sicherer haltet. Ihr kennt eure Programmierer auch besser und könnt dann vielleicht beurteilen, wer programmiert Exceptions, programmieren wir mehr Exception Safe oder halt nicht. Es kommt auch, woher die kommen. Das gleiche gilt übrigens für Thread Safety, da gibt es auch wieder Definitionssachen wie, kann ich etwas von einem Thread auf einem beliebigen Thread aufrufen, aber nur von einem Thread benutzen, was die Hauptdefinition ist, die Apple in ihrer Doku benutzt. Dann gibt es eben Thread Safety wie, ich habe ein Objekt, ich kann von jedem beliebigen Thread auf es zurufen und es gibt natürlich die Sachen, die einfach sagen, naja, es muss auf dem Main Thread laufen. Gibt es das aber auf jeder Plattform? Gute Frage. Und eben auch bei Threading markiert jede Funktion, die auf einem Thread aufgerufen wird, der nicht der Main-Thread ist. Ich habe in einigen Projekten, wir hatten eine Hölle, einfach zu versuchen rauszufinden,
wo jetzt schon wieder dieser Aufruf auf UI-Code aus einem Thread passiert, weil halt irgendwo einer ein SetNeedsDisplay eingefügt hat und die Funktion wird 99% der Zeit nur auf dem Main-Thread aufgerufen, aber es gab halt einen Fall, da kam sie in einem anderen. Also es ist sehr wichtig, dass ihr sowas macht. Und zur Benennung, ich will gar nicht viel sagen, aber ihr wisst, Apple hat einen Standard, also Alloc, Retain, Release, Copy und sowas, aber dann in IOKit gibt es plötzlich APIs, die eine Reference Count konsumen. Okay, kann man vielleicht noch irgendwie lernen. Aber Microsoft hat auch einen Standard zum Beispiel und Android hat auch einen Standard und bestimmte Begriffe haben verschiedene Bedeutungen auf verschiedenen Plattformen. Das heißt, seid da verdammt vorsichtig und definiert es und versucht die Kollisionen zu vermeiden in eurem Cross-Platform-Code oder wenn ihr das nicht könnt, definiert halt, welche von diesen Definitionen ihr wollt. Beim Cross-Platform-Datentypen auf native Type-Defen wollte ich nur noch sagen, im Prinzip NS-Color und UI-Color in dasselbe Type-Def packen oder NS-Image und UI-Image ist eine sehr doofe Idee, weil die Mac-Datentypen zum Beispiel sind Gruppen von diesen Objekten oder sind Class-Cluster. Also NS-Color kann verschiedene Farbräume enthalten. UI-Color kann mit verschiedenen Farbräumen initialisiert werden, ist aber immer eine RGB-Farbe. Also das heißt, wenn ihr zum Beispiel eine HSB-Farbe nehmt, bei der die Helligkeit auf 0 gesetzt ist, kriegt ihr immer die RGB-Farbe 000 raus. Ob das jetzt ein ganz dunkles Rot, ein ganz dunkles Weiß oder ein ganz dunkles Grün war. Das heißt, ihr verliert Daten. Und zum Beispiel mit einem Color Picker kann das dann halt dazu führen, dass plötzlich irgendwie die Schieberegler alle resettet sind. Dann eben auch persistiert eure Daten. Wenn ihr irgendwelche Type-Defs habt, die cross-platform sind, schreibt dran, wenn ihr die auf die Platte schreibt. Wenn zum Beispiel jemand was ändert, habt ihr ja Probleme. Oder auch wenn sie übers Netzwerk geschickt werden, wenn sich plötzlich eine Zahl ändert und dann halt die nächste Version, die die Datei liest, plötzlich die falschen Werte rausliest. Das wäre es dann eigentlich schon. Vielen Dank. Ich glaube, wir sind mit der Zeit recht schlecht dran. Ihr könnt mir dann gerne noch auf dem Flur Fragen stellen.